Das Orgelporträt. Die Schulze Orgel in Langula. Langula ist ein Ortsteil der Landgemeinde Vogtei im thüringischen Unstrut-Hainich-Kreis. Der Ort liegt am Westrand des Thüringer Beckens, ca. 7 Kilometer von Mühlhausen entfernt und ca. 20 Kilometer nordwestlich von Bad Langensalza. Die Gemarkung schließt im Westen große Waldgebiete des Hainich mit ein. 1278 wird der Ort erstmals urkundlich erwähnt. Er gehörte damals zur Vogtei Dorla. Bis 1329 hatten das Erzbistum Mainz und die Herren von Treffurt das Sagen in den drei Dörfern der Mark Dorla, also Niederdorla, Oberdorla und Langula. Nach einem kurzen Krieg gegen die Treffurter Raubritter setzten die Sieger, Mainz, Hessen und Sachsen, ab 1333 je einen Vogt in die drei Dörfer zur Verwaltung ein. So entstand wohl das kleinste Territorium des damaligen Reiches. Und weil dieses Ländchen von also drei Vögten regiert wurde, hießen die Einwohner der drei Dörfer von da an und bis heute Vogteier. Die Gemeinde Langula
schloss sich 2013 mit weiteren Gemeinden der bis dahin bestehenden Verwaltungsgemeinschaft Vogtei zur neuen Gemeinde Vogtei zusammen. Johann Sebastian Bach weilte während seiner Mühlhäuserzeit einige Male in Langula. Er traf sich in der alten Schule am Anger mit dem Langulaer Kantor Adam Jakob Schröter. Schiff und Chorraum der Kirche St. Georg wurden 1842 bis 1845 errichtet. Der Westturm ist im Kern gotisch. Das Innere der Kirche ist einheitlich in einer frühen Form der damals gerade in Mode kommenden Neogotik ausgestattet. Auch die 1844 eingebaute Orgel besitzt ein neogotisches Gehäuse. Sie stammt aus der damals bereits weit berühmten Werkstatt von Johann Friedrich Schulze aus Paulinzella. Zu Beginn hörten wir das Nachspiel in C-Dur von Johann Georg Sachs, einem Komponisten aus Langula. Geboren 1806 in Falken bei Treffurt, wirkte Sachs von 1826 bis 1867 als Kantor in Langula und starb 1877. Er erlebte also den Neubau von Kirche und Schulze-Orgel in den 1840er Jahren hautnah mit, und man kann davon ausgehen, dass er die Kompositionen seiner Orgel auf den klingenden Leib geschrieben hat. Von Johann Georg Sachs stammen auch die folgenden beiden Charakterstücke. Johann Friedrich Schulze wurde 1793 in Milbitz, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, geboren.
Er wurde in eine Orgelbauerfamilie hineingeboren, die vor ihm bereits in 3 Generationen hauptsächlich im näheren Umkreis von Milbitz wirkte. Aber sein Vater, Johann Andreas Schulze, geboren 1753, starb, als Johann Friedrich Schulze gerade einmal 13 Jahre alt war. Und so erlernte dieser sein Handwerk bei Johann Benjamin Witzmann in Stadt-Ilm, der seinerseits wiederum ein Schüler von Johann Andreas Schulze war. Nach dem Tod Witzmanns vollendete Johann Friedrich Schulze mit 22 Jahren seine erste eigene Orgel und machte sich im Folgenden in Milbitz selbstständig. Die Werkstatt wurde dann 1825 ins romantisch gelegene Paulinzella verlegt und erlangte von dort aus, man kann sagen, Weltgeltung. Johann Friedrich Schulze war unbestritten einer der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten des deutschen Orgelbaus im 19. Jahrhundert. In seiner Bedeutung nur mit Eberhard Friedrich Walker vergleichbar. Maßgeblich für seine künstlerische Entwicklung war der Umbau der Trampeli-Orgel in der Stadtkirche zu Weimar, wo er mit dem dortigen Organisten Johann Gottlob Töpfer zusammenarbeitete und dessen Orgelbautheorien als erster Orgelbauer überhaupt praktisch umsetzte. Gemeinsam schufen Töpfer und Schulze ein neues Klangbild, das vom Spätbarock in die Romantik weist. Aber auch in technischer Hinsicht betrat Schulze vielfach Neuland. So geht die Trakturkonstruktion mit Wellenrahmen und Strahlentraktur auf Schulze zurück. Um 1850 stand Johann Friedrich Schulze auf dem Zenit seiner Meisterschaft. Die in jener Zeit gebauten Großorgeln im Bremer Dom, in der Lübecker Marienkirche und sogar im Crystal Palace in London zeigen, dass seine Kunst weithin Anerkennung fand. Johann Friedrich Schulze starb am 9. Januar 1858. Die 1844 erbaute Orgel in Langula ist in jeder Hinsicht typisch für das Schaffen Schulzes. Die bereits zu Schulzes Lebzeiten gerühmten, unübertrefflichen Bässe finden sich in Langula ebenso wie die bereits erwähnte Strahlentraktur, die als durchschlagende Zungenstimme gebaute Posaune im Pedal und die typische Flauto Traverso. Wir hörten sie im zuletzt verklungenen Klangbeispiel. Diese Flauto Traverso wurde in Schulzes Werkstatt zunächst rund gedrechselt und dann hohl gebohrt. Ein sehr aufwendiges Verfahren, das höchste Präzision verlangt. Es folgt nun ein Stück von Johann Gottlob Töpfer, die Choralbearbeitung »O Traurigkeit, O Herzeleid«. In diesem bemerkenswerten und tiefsinnigen Stück ist das Pedal stellenweise 2, an einer Stelle sogar 3-stimmig geführt. Thank you.
großen Orgeln Johann Friedrich Schulzes, etwa im Bremer Dom oder in der Lübecker Marienkirche, sind samt und sonders entweder dem jeweils aktuelleren Zeitgeist oder spätestens dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen. Darum ist es ein großes Glück, dass in Thüringen noch einige kleinere und mittelgroße Orgeln Schulzes erhalten sind, und unter diesen ist das Instrument in Langula eines der größeren und eines der am besten und ursprünglichsten erhaltenen. Denn die Bedeutung Schulzes für die deutsche Orgelromantik kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Friedrich Ladegast, Wilhelm Sauer und wie sie alle hießen, sie alle bauten auf den Grundlagen auf, die Johann Friedrich Schulze gelegt hat. Die Orgel in Langula besitzt 17 Register auf 2 Manualen und Pedal. Die Manuale haben einen Tonumfang bis zum dreigestrichenen F. Das Hauptwerk besitzt einen Bordun 16 Fuß, sodann Prinzipal, Hohlflöte, Gedakt und Gamba 8 Fuß, eine Oktave 4 Fuß und dann die für Schulze typische Klangkrone, bestehend aus einer dreifachen Mixtur und einem dreifachen Scharf. Das Oberwerk besitzt eine charakteristische romantische Disposition, bestehend aus lieblich gedackt 16 Fuß, Flauto Traverso, lieblich gedackt und Salizional 8 Fuß und einem Prinzipal 4 Fuß. Das Pedal mit einem Umfang bis zum eingestrichenen D verfügt über Subbass und Posaune 16 Fuß, letztere mit durchschlagenden Zungen, sowie Oktavbass und Violon 8 Fuß. Dazu kommen eine Manual- und eine Pedalkoppel. Abschließend hören wir eine Fuge von Karl Franz Pietsch, der 1786 in Ostböhmen geboren wurde und in Prag als Organist und Direktor der Orgelschule wirkte, wo er auch 1858 verstorben ist. Pietsch galt als Meister des Kontrapunkts. Beste barocke Tradition verbindet sich in seinen wenigen erhaltenen Werken bruchlos mit einer neuen Klangvorstellung, die man später die Romantik nennen wird.